Carte Blanche Henri, das ist das Motto von der Fahrbahn 02, der diesjährigen Basler Fasnacht, wo heute Morgen, natürlich am 4. mit einem wunderprächtigen Morgenstreich angefangen hat und heute mit jetzt mit dem Cortège weitergeht. Der hat etwa so vor einer halben Stunde angefangen, fährt natürlich auch über die mittlere Brücke, wo wir fast traditionellerweise, kann man sagen, auch stationiert sind, nämlich auf Gleibadler Seite, vis-à-vis vom Spitz. Wenn ich sage wir, dann sind das Kollegen von der ESAT und aber auch Kollegen aus der Welschen Schweiz, die sich wahrscheinlich schon ein paar freuen ab diesem Motto. Nicht wahr, Jean-Marc Richard, weil Arteplage, das ist euch vertraut. Avec ou sans Arteplage, Bâle reste Bâle, hein, comme vous pouvez le constater. Bonjour à nos amis de langue française. On doit le dire, et les Balois aiment à le dire, sans carnaval, il n'y a pas d'esprit balois, et sans esprit balois, il n'y a pas de carnaval. Eh bien, grâce à nos amis alémaniques, nous allons partager cette magie pendant une heure et demie, et nous vous y invitons à la cité rhénane de prouver le contraire, mais nous serons bien et avec vous. Bei uns geht es sogar noch ein bisschen länger und wir freuen uns, sind gespannt, was alles kommt, hoffen und sind überzeugt, sie auch, und hauen sie jetzt in unsere Reporterkabine und melden uns, sobald wir es installiert haben. Der Daniel Thirier neben mir in diesen Kabösken. Die sehen von außen so ein bisschen aus wie die Häuschen, wo man an einem Fest an einer Schlange sieht, davor rumstehen. So die blauen Kleinen, dort macht man allerdings anders als wir jetzt hier. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ganz unangenehm ist es uns heute nicht in diesem Kabinchen, weil es ist ziemlich kalt und windig draußen. Und irgendwie ist es so fast ein bisschen Lauberhorn-Feeling, wenn man hier in dieser Kommentatorenbox sitzt, mit dem Unterschied natürlich, dass auf unserer Piste heute Mittag schöner läuft, als das vor ein paar Wochen hier im Berner Oberland war. Und der Cortège, der läuft. Es sind dieses Jahr 470 Einheiten. Will heissen, ein Weg. Blicken, Gruppen, Musiken, Chaisen und so weiter und so fort. Gemolden offiziell. Das sind ein bisschen weniger als letztes Jahr. Letztes Jahr waren es 494. Und das Fasnachtskomitee, das zählt ja jeweils an der Fasnacht, wie viele Aktive unterwegs sind. Von diesem Jahr weiss man es selbstverständlich noch nicht. Letztes Jahr waren es rund 12'000, die hier an den beiden Nachmittagen eben am Cortège dabei gewesen sind. Da kommen noch etwa 8'000 andere dazu, rechnen wir, sodass also 20'000 aktive Fasnächterinnen und Fasnächtler hier zu Basel dabei sind. Zum Beispiel die Rheinhafen-Wackis, wo wir hier gerade vor uns haben. Chaos im Stellwerk.
ist ihr Sujet. An dieser Fahrbahn, 02 Fahrbahn, natürlich ein bisschen in Anlehnung am Expo 02, Arteplage am Rhein. Frage ist jetzt, ja, ob man auf die Expo hinweisen, oder meint man es vielleicht sogar umgekehrt und sagt, was wollen denn die in Expo und Arteplage? Wir haben jedes Jahr Arteplage am Rhein, eben wenn die Fasnacht ist. Stachelbeere, im 68 gegründet, willst du fahren mit dem Ferryman, legst am besten Fliegeli an. Im Vortrag Junge, was heisst das, passagiert? Passagier, mit einem PH, das könnte man auch als Fug lesen, falsch. Der Guggenmajor ist der Ferryman und Spiel sind die nassen Passagier. Und das ist... ja, relativ einfache Geschichte am Stadtfest, das ja zu Basel war. 500 Jahre Basel dieses Jahr, wo übrigens häufig hier an der Fasnacht ausgemacht wird. Dort hat der Ferryman einen Passagier im Rhein reingehauen. Und weil er nicht so wollte wie er, man kann auch dann sicher noch etwas mehr darüber erzählen. Es ist nämlich noch eine ganz gelungene Geschichte. Und das hat natürlich für Schlagzeilen gesorgt. Die Ferryman-Geschichte, die kurzer Prozess gemacht worden ist. Hat noch ein Nachspiel gehabt, also der hat nicht wollen zahlen und dann hat der Ferryman, wie gesagt, einfach in den Rhein reingekippt und hat ihm aber noch ein Liedli gesungen, das geht und will mal einen nicht zahlen, so ist das gar keine Sache, packt ihn schnell am Kragen und dunkelt ihn kurz in den Bach. Und damit sind wir eigentlich schon bei den Jubelklicken. Es gibt ein paar Glicken, die jubilieren, unter anderem die angefressenen, die wir hier im Bild sehen, 50 Jahre alt sind sie. Und ihr seht das ja Carnaval Libre statt Carnavalium. Da ist, kann man sagen, Revolution angesagt. Weil die angefressenen meinen nämlich zum Beispiel auf dem Zettel, unsere geliebte Fasnacht El Carnaval ist leider nur noch konventional. Sie läuft langsam vor, ein bisschen zu verrecken, weil man den Witz tut in ein Korsett stecken. Sie wird langweilig, Widerstand phänomenal, an Vorschriften gebunden, institutional. Und darum, wenn Sie jetzt ein bisschen wild unterwegs sind, sind das übrigens auch. Wir sehen hier einen Wagen, wo eigentlich die Angefressenen quasi ersetzt. Wir haben die Lampe gesehen. Der Che Guevara als Ersatz für den Ueli, der sonst Signet von den Angefressenen gut ziehen. Aber die Angefressenen selber, wie von Tamburen, die sind nicht unterwegs. Auch wir nicht hier am Gottes, man sieht kein Pfiffen und kein Trommeln, sondern die sind, wie gesagt, als Freiheitskämpfer, könnte man eigentlich fast sagen, unterwegs sind, wenn so die Sturen oder so das enge Korsett, sagen wir mal, von der Fasnacht oder auch vom Cortège ein bisschen aufbrechen und machen das jetzt auch anscheinend an diesen drei Tagen überall in der Stadt. Haben schon speziell angefangen heute am Morgenstreich, indem sie nämlich schon die Zugskostüme haben von heute zum Mittag. Das macht man eigentlich sonst nicht. Am Morgenstreich ist Charivari angesagt. Da trägt jeden und jede ein individuelles Kostüm und da geht man eigentlich nicht einheitlich. Die Angefressenen haben es gemacht. Und apropos Jubelglicken, da sind wir dann schon wieder, oder bei einer anderen, und zwar bei einer von den ganz grossen. 100 Jahre alt ist der Barbara Club dieses Jahr. Zwei Glicken jubilieren zum 100. Und Barbara läuft jetzt im ganz, ganz grossen Zug, nämlich alle zusammen. 100 Jahre, keine Fasnacht ohne uns, ist ihr Sujet. Im Vortrag Ueli, Altidante, Stenzler, Wackis, Bayas, Harlekin, Laterne, ein Teil vom 100. Das sind die drei Laternen vom Stamm, von der alten Garten und von der jungen Garten zusammen. Und die gehen zusammen dann eben auch das 100. Und der Stamm hat zum Beispiel die mittlere von diesen drei Laternen, die wir hier jetzt auf der mittleren Brücke sehen, hat auch 100 Bilder drauf. Bilder, jedes einzelne steht für ein Jahr.
1902 zum Beispiel, also das Gründungsjahr von der Barbara, kein Kanonier, weil der Ueli Messi, der Ueli ist das Markenzeichen von der Barbara und tauscht den Waffenrock gegen ein Kostüm ein. Weil der Ursprung von der Barbara ist eigentlich militärisch. Eine Tambourengruppe vom Artillerieverein hat 1880 schon an der Fasnacht teilgenommen und später dann eben 1902 eine Fasnachtsgesellschaft gegründet, der inneren Stadt. 1904 haben sie den Namen vereinfacht und zu Ehren von der Schutzpatronin von den Artilleristen und Bergleuten hat sich die Gruppe Barbara Clique genannt. Ein paar Jahre später haben sie dann den Namen in Barbara Club geändert. Vielleicht noch schnell einen letzten kurzen Hinweis auf die 100 Jahre. Sie haben eben zu jedem von diesen 100 Jahren auch ein Versli auf der Stammlaterne. 1908, das war so Zeit gewesen, unter anderem von Picasso. Dort heisst es zum Beispiel, Kubismus zu verstehen ist nicht schwer. Statt Rundungen müssen jetzt einfach Ecken her. Ein wunderschönes Bild jetzt hier vom Glei-Basel über die mittlere Brücke. Das Käppeli-Joch in der Mitte von der Brücke, richtig Gross-Basel mit der jubilierenden Barbara, die gegen uns zuläuft. Und wir gratulieren natürlich von Herzen. Rippenzwicker im Bild mit dem Sujet Medienspektakel ums Swissair-Debakel. Und da kann man jetzt wirklich sagen, Swissair ist das dominierende Sujet an der diesjährigen Basler Fasnacht und wird wenigstens dort Basel für einmal zum Überflieger, nachdem sie ja wirklich weiss Gott schwierige Zeiten hinter sich haben. Also Swissair werden wir im Verlauf des heutigen Nachmittags noch in den verschiedensten Schattierungen erleben. Am diesjährigen Cortège 119 Stück sind gemolden. Das ist ganz ein Haufen, gleich viel wie letztes Jahr. Und dazu kommen vielleicht noch ein paar Wilde, die sich einfach sonst so einreihen und irgendwann her aus der Schweiz kommen. 119 Wagen, also auf einem Wagen dabei zu sein, scheint eine ganz, ganz grosse Hitze. Immer noch, wenn man denkt, dass 16 Wagen noch auf einer sogenannten Warteliste stehen beim Komitee. Die wollen schon lange auch dabei sein und können einfach noch nicht, wenn man sagt, nein, also bei 119 sind wir jetzt einfach bei einer Zahl angelangt, wo es uns schwierig wird, das Ganze noch irgendwie zu bewältigen auf diesen Routen. Zum Beispiel Attila Vakis mit dem Sujet St. Jakobspark. Wir sechs sind Zockeli, bewachen das Joggeli gleich gut wie die Totteli. St. Jakobspark in verschiedenster Hinsicht, auch das Jahr nochmal ein Sujet. Sicher natürlich das Altersheim, Tertianum, wie es heisst. Die Leistungen vom FCB, das freut einem natürlich, sind gut und das ist ein bisschen schwierig, je nachdem für die Fasnächter, wenn sie gut sind. Da kann man halt nicht so lästern und nicht so schimpfen drüber. Also von dem her ist der FCB das ja nicht so ergiebig, aber Stadion natürlich allemal. Unter anderem auch die Sicherheitsvorkehrungen, die zu diskutieren gegeben haben im letzten Jahr.
wenn wir gerade so eine Schwette Wege haben, Wackiswege oder Fasnachtswege gibt es eigentlich schon lange, bis ins Jahr 1820 kann man die zurückverfolgen. Die Wagen Glicke, die sind erst 1920 entstanden und die sind jetzt auch organisiert, schon seit über 25 Jahren in einer Wagen-IG, die die Interessen der Wägerler vertritt und wo übrigens auch um kostengünstige Einkäufe bemüht ist. Und da hat es eine Liste, wo mal zeigt, oder eine kurze oder eine kleine Liste, wo mal zeigt, was denn so etwas gebraucht worden ist, nämlich die Zahlen von der Fasnacht 2001 vom letzten Jahr. Die haben eingekauft 30 Tonnen Orangen. Die haben eingekauft 2130 Kilo Däfeli oder Zeltli für die Auswertungen. Die haben eingekauft 19.930 Kilo Räppli und 1 Tonne Mimösli. Das ist etwa Material für 1000 Wagenfasnächtler. Also es ist neumodisch gesagt ein unheimlicher Output, der hier stattfindet auf diesen Wegen. Zum Beispiel die Herren Mettelig-Liege, das Märchen von den zwei Besen Beppi und dem kranken Paradiesvogel. Der Wagen, der zeigt ein trauriges Märchen. Und das traurige Märchen muss man glaube ich nicht erklären, das Logo zeigt, was das für eine Trauergeschichte ist. Das weiße Kreuz auf rotem Grund. Stadt-Tiefeli, das ist ein Gast, der ist eigentlich, oder die sind nicht aus Basel, aber ihr süße Popstars, ist der Pop jetzt top oder flop? Ganz klar, ein süße, was sich auf Fernsehen bezieht und auf die jungen, mehr oder minder talentierten Fräulein und Herrli, die popstarmässig unterwegs sind. Also so eine Wackis als Popstar macht eigentlich auch ganz gute Falle. Wer weiß, vielleicht werden sie entdeckt und sind nächstes Jahr dann schon auf ganz grosser Fasnacht-Welttournee. Ich denke, wenn man jetzt das Bild sieht, dann stimmt schon, was die Antiken dieses Jahr zum Beispiel meinen. Sie haben sonst 650 Jahre Fehl am Platz. Da geht es darum, dass Zürich auch ein Festlich hat, aber niemand hat es interessiert. Sie meinen nämlich die schönste Love Parade, die, die Basilea mag, ist unsere Fasnachts-Cortège heute zu Mittag. Das können wir nur unterstreichen. Zirmelwackis. Und auch hier, wie gesagt, ganz, ganz grosse Süße in diesem Jahr. Bei ihnen heisst es Sirmel-Air. Zu dem Swissair-Süge, da habe ich auch ein paar Laternenfässchen entdeckt, als ich auf Tour gegangen bin heute Morgen. Da wird zum Beispiel dichtet, der Gotti bettet sich ein Ästchen aus dem Bruggiser sein Restchen. Oder auf einen anderen hat es geheißen, kein Wunder, dass die Fluglinie nicht rendiert, wenn sich alles um Ärsch gruppiert. Und kurz und schnurz, statt Dose, suchst lieber ein Glas Rosé.
ein Wattis. Nicht auf einem Wagen, sondern zu Fuß. Ich weiß nicht, ob das mit Sparmaßnahmen zu tun. Sie meinen, die Fasnacht für die Basler, gar kein Wattis für die Frau Fasnacht. Also nicht ein eigentliches Süße, sondern einfach in schönen Kostüm und eben zu Fuß unterwegs. Gar kein Wattis. Apropos Ei, vorhin haben wir es doch gerade von der Swiss gehabt. Noch eins, was ich gesehen habe. Es druckt und presst ein Huhn mit Fliss. Und das Ei, das endlich legt, heisst Swiss. Das ganze Jahr ist der Teufeljahr. Der Vortrag kommt im Stammkostüm. Der Guggenmajor, haben wir vorher gerade gesehen, ist ein Engel. Und das Spiel sind Teufel. So einfach ist es. Hier sehen wir die Lampe, die Laverne von der Unzlebiego. Laverne ist tierisch ernst, weil ihr Süge heisst Gross Swiss Fresh Air. Vortrag voll auf mich, also so angelehnt ein bisschen Follow Me. Die pfeifen, sind Flugzeuge im Dreck. Der Tambourmajor ist der Filz persönlich. Und die drummeln, die sind vom alten Schrot und Kern. Das sind die Tambouren vom alten Schrot und Korn. Gelesen im Zusammenhang mit der Swiss respektive Crossair. Wenn immer ich sehe den Bauda, denke ich an Resen Gauda. Und auch hier sieht man eigentlich schon, was es geht. Tore Grieblo. Und ihr Süße, Dalai Lama, drei Fies und der heilige Schal. Das Requisit flattert und funkelt im Wind. Das Rutli, wie wir sehen, strahlt. Und welches Rutli das ist, wissen wir auch. Und das Spiel, das sind die letzten Anhänger vom Rutli. Der Besuch vom Dalai Lama, Süße von den Ohrengriebler. Plage am Rhein, das Motto von dieser diesjährigen Fasnacht, Plagette, die wir ganz am Anfang von der Sendung als Signet gesehen haben,
der Schießtragzügel in der goldigen Version auf der Welle, die hat ein bisschen Diskussionen gegeben. Nicht nur, weil sie ein bisschen teurer geworden ist dieses Jahr, sondern vor allem auch, es gibt so etwas wie einen Wettbewerb. Da kann man Vorschläge eingeben, das Fahrfahrtskomitee wählt den einen aus. Und für dieses Jahr, das weiß man mittlerweile, wäre auf der Plagette dann eigentlich ganz etwas anderes gewesen. Nämlich der geplante Messeturm. Ein Hochhaus, das bei der Messe Basel gebaut wird, aber aufgrund vom letzten September haben wir dann entschieden, dass das Motiv nicht angebracht ist und so ist man auf die Artenplage gekommen. Das hat dann wieder zum Beispiel Leserbrief gegeben, wo gefragt worden ist, muss denn das sein, dass man da jetzt an der Basler Fasnacht quasi Werbung für die Expo macht und so weiter und so fort. Ich glaube, Hauptsache, man hat einfach etwas zu diskutieren. Und noch hauptsächlicher, es sollen natürlich möglichst viele Plaketten verkauft werden. Schließlich wird das Geld, das eingenommen wird, nach einem speziellen Verteilerschlüssel nach der Fasnacht als Subventionen an die Klicken, Gucken, Wägen, an die aktiv goldenen Fasnächtler weitergeben. Und das ursprünglich geplante Motiv meint man, das können wir ja vielleicht noch ein anderes Mal brauchen. Wir lassen uns überraschen und werden es in den nächsten Jahren erleben. Das Leben auf dieser Welt tut der Tito verdrießen, darum lässt er sich ins Weltall aufschießen. Das Sujet von der Drittbrettwacke ist hier. Weltraumreisen, wissen wir ja. Kann man jetzt auch buchen, vorausgesetzt, man hat ein gross genuges Portokessel. Wackis, Wackis, gib mir auch etwas. Wackis, eins von den ganz, ganz grossen, vielleicht auch beliebtesten traditionellen Fasnachtskostümen. Das Wort kommt übrigens vom elsässischen Wacke. Das war der frühere Wegbauer. Das ist also logischerweise ein Synonym für unsere französischen Nachbarn. Und ursprünglich hatte der Wackis ein kleines Netzchen bei sich gehabt, mit gelben Riefeln, Kehl und Zwiebeln. Und hat sein Haar unter einem weißen Wackis-Käppchen versteckt gehabt. Also so Mähne, wie wir jetzt gerade eine sehen, die sind früher noch gar nicht so gewesen. Das hat sich im Laufe der Jahre entwickelt. Aber eben die Figur an solche, die es bleiben. Und logischerweise immer noch ganz verrückt beliebt. Wägli-Trampler, wo man nichts können lesen im Redenbeng. Redenbeng ist so der Fasnachtsvierer, wo eben alles drin steht, was Züge sind und so weiter und so fort. Und bei den Wägli-Trampler steht gar nichts. Ja, in Effertheit warten wir 2, 4, 6 Wackis auf dem Strau. Auch das gibt es noch. Und wenn es nicht viele sind, wo in Anführungszeichen nur auf dem Strau sind, dann ist das ja auch etwas sehr Schönes. Vogesen rufen. 19 Jahre haben wir hier wie wild. Jetzt sind wir 20.
und ein bisschen tilt. Muss ihn älter, tun nicht mehr über die Stränge schiessen, tun aber unser 20-jähriges Geniessen. Wo sie sitzen nämlich, das könnte darauf schliessen lassen, dass sie nicht mehr so über die Stränge hauen, wobei, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, so hundertprozentig nehmen es eben doch nicht ab, dass sie das nicht machen. Aber ein schöner Wagen mit Plaketten auch aus dem vergangenen Jahr. Schnufer und Schnoken von der alten Richtung. Ja, und das ist das Sujet, wo wir uns eigentlich alle drauf gefreut haben, wo wir uns vorbereitet haben auf die Fasnacht. Das heisst, weisst wegen dem Hund. Das Requisit zeigt, der Tisch ist steckt. Die Laterne, die wir sehen hier, das Helle hinter dem Backiswagen, ist der Einfall. Die pfeifen, können uns auch nicht helfen. Beim Dambu-Major fragt man, hat er eine Idee? Und die drummeln, wollen es endlich wissen. Was man kann wissen, haben wir nicht herausfinden können. Ich glaube, sie wissen es eben selber nicht. Es ist laut Aussagen von der Glicke ein Nonsens-Sujet, das gar nicht zu viel bedeutet. Jeans. Also ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht zu fest auf den Test rausgelassen. Bei der Rheinwelle ist es auf den ersten Blick auch nicht so deutlich, auf den zweiten dann aber schon. Rheinwelle gegen Terror. Das ist ein spezielles Manifest, kann man sagen. Keine Wackis auf dem Wagen. Rheinwelle gegen Terror. Es ist selten, dass ein Wagenklicke in dieser Art oder so ausgeprägt etwas so atypisch macht. Mit atypisch denke ich, dass sie nicht eben selber auf dem Wagen sind, sondern ein spezielles, ich sage jetzt mal Bild kreieren, dass du einfach den Wagen kommt, wo völlig unerwartet keiner drauf ist und vielleicht auch zum Denken soll anregen und nicht einfach lustig sein. Und hinter den Rheinwellen-Wackis dann der Gegensatz zu dieser Demonstration, die wir vorher gesehen haben, wo die Wackis hinten reingelaufen sind. Drei Mühli-Wackis, ihr süsche das Joggeli hinter Gitter. Ganz einfach darum, weil wir ja dort zu Basel im zwar wunderschönen Fußballstadion im Länderspiel ein bisschen Ausschreitungen ist fast viel gesagt, aber ein bisschen unschöne Szene gehabt hat und halt jetzt gleich einen Haken gebraucht, zumindest für internationale Spiele. Wenn der FCW Shooter braucht, scheint es noch keinen. Also das Joggeli kommt hinter Gitter und der Haken wird wieder aufgezogen im Stadion. Bei Bedarf.
Und hier kommt die Laterne von der Basler Peppi. Eine von der grossen Stammglicken, auch eine wunderschöne Laterne. Und auch ein schönes Sujet, Make Love, Not War, Bums fallen an. Der Vortrag bringt das Vorspiel, das Requisit ist die grosse Gucke, die Laterne, der postaktuelle Ultra 68er. Weil Fakt ist, Peppi, da sehen wir sie, die Hippies, Peppi, haben die Schnauze voll von Hiobsbotschaften, Schreckensbilder, die knapp kannst verkraften, verbrennte Erde, Minenfelder und Flugzeugtrimmer in dunklen Wäldern. Man zeigt Tunnelrehre als Ofenrohr oder staatlich unterstützten Bombenterror. Aber die Peppi haben also auch die Antwort drauf. Als Antwort auf die Schrecken kannst du Menschen nur wecken mit Gefühl, Liebe und Friedensmärsch. Passé sind die Spassgesellschaftsärsch. Wir suchen die Mitte, ein Meer voll Ruhe und kiffen uns ab Mittag zu. Der Hendrix wurde unsere neue Ikone, Janis Joplin, die wir 100-mal klonen. Hat er Jesus-Finken und eine Rasta-Friese, bekäme die beim Blocho nicht immer eine Krise. Ich fordere mehr Hippie fürs Vaterland, Love and Peace im Blumengewand. Peppi als wunderschöner Hippie-Zug am Cortège unterwegs. Come on, boy!
jetzt hat es gepöppelt bei uns an der Kabine und der Fasnächter ist gekommen, der fast ein Berufsfasnächter ist, kann man mittlerweile sagen, wo ein Fasnachtsreisender ist, nämlich der Thomas Bohrer mit Gattin John Fielding Bohrer. Und Thomas Bohrer in Aachen als zum Ritter geschlagen, also schon viele Sachen Fasnacht unterwegs. Es ist ja so, dass Aachen ist fast berufsbedingt war. Und jetzt bin ich in der Ferien. Aber wenn ich natürlich am Rheinischen Karneval teilnehme, muss ich fast auch an Basel Fasnacht kommen, sonst schwimmen wir nicht mehr in die Schweiz rein. Ja, das ist natürlich schon etwas. Also Aachen war Pflicht, kann man sagen, und Basel ist jetzt gehört. Das ist richtig. Ja. Ich meine, das war schon eher eine schwierige Aufgabe in Aachen. Es war auch eine heikle Gratwanderung. Ich bin froh, dass das so gut angekommen ist, vor allem in Deutschland, aber auch in der Schweiz. Jetzt habe ich gehört, ihr beide haben hier ein wahnsinnig dichtes Programm. Ist das so? Also? Fasnacht kann auch anstrengend sein. Ja, es ist so, wie meine Frau irgendwie bei 5 oder 6 klicken, da ist ein Stammklick, das Hauptsujet ist. Und da will natürlich jede Klicke irgendwann einmal meine Frau sehen. Also die Frau natürlich zum einen, aber der Thomas Bohrer selber auch. Wie ist das, wenn man sich auf Laterne sieht und in Zedel liest und so weiter? Ist das gut oder denkt man manchmal auch, oh hoppla, fast ein bisschen viel? Nein, das ist ja, für einen Basler eine ganz, besondere Ehre. Ich hoffe einfach, dass die Bundesrat mehr erwähnt sind als ich. Ja, das ja bin ich mir also nicht ganz so sicher. Und das ist natürlich nicht nur an der Fasnacht so, sondern auch in der Vorfasnacht gewesen. Zum Beispiel im Monster hat es ein Vers gegeben, ein Schnitzelbank-Vers von den Strassenwischern. Und wir gumpen jetzt mal ein paar Tage zurück und schauen das im Monster schnell zusammen an. Frau Zangolari lässt bekanntlich ihre Rede von einem Maler schreiben, ja, das kann nicht jeder. Und wenn du Bohrer schnurrt zu Berlin, dann fragst du die ob seine Reden echt von seiner Flamme stammen. Ja, willst du recken, 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 recken. Also Bohrers fasnachtsmäßig unterwegs, aber schon nicht in einem Kostüm. Ja, why? Ich habe mein Kostüm, aber das ist für morgen und das ist ein guter Wacki-Au und ja, wir machen das zusammen morgen. So, you are a good Wacki tomorrow. Yeah, sure. Great, Sean und Thomas sind gute Wackis. Viel Vergnügen und schöne Fasnacht und viel Freude. Dankeschön. Okay. Okay. Sean zu anderen sind es Wackis. Wacki, ja, ja, so ein bisschen Wacki-Köpfe haben sie. Trumpfköpfe. Sennekutte, schwarze Hose, Edelweiss statt rote Rose, Melcherschämel, Tubakpfiffe und Moral von dem ganzen Tick. Schrumpfis sind seit nächstem auf dem Ethno-Trip. Ja, das hätte er jetzt nicht gern gehabt, he? Wenn man einmal ein Milchschämeli umlenkt hinten. Wer hätte das schon gern, wenn man einmal das Milchschämeli lenkt? Und die eine ist das Milchschämeli und ein Melkschämeli, gell? Aber es hat etwas mit dem Gleichen zu tun.
die Hirnlose. Street. Free and Gotisch Hirnlose Parade. Technozeit im Sommer und Winter auf der Strasse, im Schiff oder Wagen und sogar jetzt auf der Gotisch Parade. Das ist auch eine Süße, die relativ häufig kommt. Das hat zu tun mit dem grossen Fest, das Basel, wie schon gesagt, letzten Sommer im August war, hier gefeiert hat. 500 Jahre Basel. Der Schweizer Fernsehen hat es auch übertragen, der Umzug. Und hier hat es parallel dazu auf dem Rhein eine River Parade gegeben von den Jungen, die dann den traditionellen Umzug gekreuzt hat. Die Basler Gnusti. Ja, das ist schön. F-F-S-E-S-N-G-F. Wir wollen eine Route Stressbonus. Sehr verwirrte Gnusti im Tramli-Stress. Ah ja, die BVB, die Basler Verkehrsbetriebe, die sind sonst zweierlei Hinsicht. Also einerseits hat es mit einem Bahnhof zu tun, da kommen wir noch drauf. Andererseits geht es darum, dass wir Ansagen haben in der Tramli. Die sind neuerdings auch deutsch und englisch auch zum Teil. Und das ist natürlich Grund genug, vorher sind sie nämlich baseldeutsch gesehen, Grund genug, um an der Fasnacht dran zu kommen. Und noch einen weiteren Grund gibt es, Tramli fahren nicht mehr ganz am gleichen Ort durch, respektive die Nummern haben gewechselt und so weiter und so fort. Und Basler Gnusti, die haben auch einen Zettel. Das ist übrigens etwas Schönes, als wir mehr Wege haben auch Zettel. Bei der Basler Gnusti heisst es, ein Tramli-Vierer Heiki Buser, der mittelprächtige Lucky Loser, sollte am Bahnhof dringend gehen und segelt schnell aufs Tramler-Klo, doch unletzt, das Schissi-Haus ist für ihn viel zu klein und groß. Dann bleibt er stehen, schifft er daneben, hockt er, bleibt ihm die Brille kleben. Und gelingt es ihm endlich mit viel Mühe, die Häsli wieder aufzuziehen, kommt er schon wieder sehr in Not. Sein Tramli nämlich, das ist zu spät. Also der arme Heiki Buser hat wirklich ein kleines Problem. BVB wirklich ein schönes Sujet an dieser Phase, nach zum Beispiel auch von der Knochenstamm von Wackis Zegel. Zur gleichen Thematik. Hättest du dein eigenes Tramli? Das wollen sie. Hättest du dein eigenes Tramli, wärst du auch nie am Arsch und wüsstest wenigstens immer, wo du hinfährst. Bei der BVB oje weiss das nämlich niemand mehr. Der 15er zum Beispiel biegt ums Verrecken nur noch an den ungeraden Weg beim Bankverein Bumenecke. Weil sich also jedes Tramli jeden Tag seinen Weg neu tut, bahnen, fragst du am besten vorher an, excuse, wo fahren sie heute an. Klosterreben, www.klosterreben02. Zwei Viren und 10, die am Computer arbeiten, auf dem Wagen. Ja, und die haben auch ein Virus. Der Fasnachtsvirus dumm zu sein. Wir sind vorhin eben gerade bei den Tramli gewesen. Machen wir die Geschichte doch noch schnell fertig. Die neuen Ansagen auf Deutsch oder eben auf Englisch. Und das ist für manche eine Qual. Ich habe gelesen, dass es jetzt eben manchmal so klingt international. Gut, es sind richtig SBB, kriegst von FFS. So sagt man nämlich am Bahnhof. Durch einen Lautsprecher das Ohrenweh. Und in richtig Mess, dass ich es nicht vergesse, heisst es Place de la Foire. Das ist mir ziemlich klar, aber dann lang muss quer auf Englisch Exhibition Square. Also wenn das so weitergeht, müsste man jetzt den Unterbankverein Ospel Circus nennen.
den Eishockeyaner, den wir gerade gesehen haben, kommt jetzt wieder ein Stammglied. Sargent mit dem Sujet RGR. Der Vortrag verteilt als flugsichere Leitegei R Quali Fly R. Nach dem Motto Follow Me mit uns Groundisch Flugs. Das Requisit, das wir gerade gesehen haben, ist der aviatische Weg Weiss R. Die Laterne hier zeigt vorne der Und-R-Gang und hinten heit er in Nachfolge R. Und auf dem Zettel heisst es, unser Land, das hat noch früher eine stolze Schweiz R gehabt. Dann machen ein paar Grossverdiener dort draussen Tombola. Sie kaufen Airlines dort und da und bilden Allianzen. Und dann, wie ein Stein vom Domino, fliegt alles auf eine Ranze. Intern schwätzen sie von Krisen und schweren Differenzen, doch extern wird man es nicht vermiesen, darum nennt man es Turbulenzen. Die Sippschaft, die kennt Zukunft noch nicht, sie haben es versagt, ganz kläglich. Doch das Grounding wird dank Lohn und Boni für sie noch recht erträglich. Die pfeifen hier, die riemen Ground Meilen auf der offiziellen Route. Weiter meint Sargent, dass man Workshops bildet hat und Arbeitsgruppen, führt Krisenkonferenzen, frisst Kaviar und Hummersuppe und fühlt sich gemütlich trenzen. Der Oberspossen greift ins Wort, steht auf und sagt, dass so, ich wüsste wie sparen, ab sofort, wir müssen nur die Leute entlassen. Sie ist gescheitert an Grössenwahn und Geltungsdrang von Flaschen, doch jetzt steigt gleich dank Businessplan ein Phönix aus der Asche. Prognose heisst, die landen gleich wie die Schweizer in der Gruft. Drum steigen wieder Sargent ein und gehen mit uns in die Luft. Das machen wir gern, vor allem auch, wenn sie noch so einen schönen Wagen dabei haben. Gleiches ist wie Sargent, oder mit dem gleichen Thema zumindest, Guckenzwergli. Nur mit viel Geld kriegst du Schweizer Airline wieder flotter. Fragen die immer nicht die Banken. Wir holen den Harry Potter. Ein Herr von Zauberern. Ist bei den Guckenzwergli im Spiel unterwegs. Guckenmajor von der Guckenzwergli, unverkennbar der Pleitegeier. Die Reibordruche, die wir im Bild sehen,
Das sind liebe, grosszügige. Die haben mit ganzen Haufen Mimösli dabei. Gut, die Frage ist, ob sie sie auch verteilen. Man kann sie auch nur dabei haben und nicht unter das Volk bringen. Aber nein, es sieht aus, als jawohl, dort hat es ein Mimösli gegeben. Er sei keins, aber ich glaube, er ist auch ohne Mimösli ganz, ganz glücklich. Und hier eine Chaise, die Verschleckte, die seit 5 Jahren auch mitrollen. Chaise hat es dieses Jahr noch 21, man muss sagen noch. Letztes Jahr waren es 27 gewesen. Aber wir wollen jetzt noch nicht davon reden, dass das eine aussterbende Gattung ist. Aber es sind ein bisschen weniger als auch schon. Hat jetzt lange Jahre immer so um die 30 rum gehabt. Eine sehr schöne Art, Fasnacht zu machen eigentlich. Ein weiterer Gast bei uns eintrudelt, es ist der Daniel Egloff. Seit einem Jahr etwa, kann man sagen, Direktor von Basel Tourismus. Vorher in Sils, Engadin gewesen und aufgewachsen in Zürich. Also eine fast internationale, nein, aber eine nationale Mischung. Ja, jeden Ecken einmal abdeckt, kann man sagen. Aber es ist nicht die erste Fasnacht, die der Tourismusdirektor dort in Basel jetzt erlebt. Also die erste offiziell, das letzte Jahr als Gast bei den Verschnaufer im Vortrag dürfen mitlaufen und das Jahr im Amt mal erlebt. Ja. Mhm. Und jetzt der Unterschied, so aktiv und nicht aktiv? Ja, ich würde sagen, es ist ganz etwas anderes. Jetzt in der Morgenstreich, wenn es dann so losgeht, spürt man so die 360 Tage, die sich so aufgestaut haben und dann der Klapp vom 4. Was dann losgeht, ist etwas Mystisches fast und es ist unglaublich schön zum Zuschauen. Ja gut, das muss man natürlich als Verkehrsdirektor sowieso sagen, aber es ist natürlich auch so. Wie wichtig ist eigentlich die Fasnacht für den Tourismus in Basel? Schon noch wichtig, oder? Er ist wichtig auf der einen Seite wegen der Logiernacht, weil es halt einfach Gäste gibt, die da übernachten, aber fast wichtiger von der ganzen PR, die es halt gibt für die Stadt. Es ist aber auf der anderen Seite auch zweischneidig, weil man hat dann das Gefühl, ja, Basel, das ist jetzt einfach Fasnacht und ist eine glatte Sache. Aber Basel bietet ja eigentlich viel mehr an Kultur, also 33 Museen auf 37 Quadratkilometer, oder? Also pro Quadratkilometer fast das Museum gibt es ja nirgends sonst. Oder auch sonst die Altstadt, 500-jährig, Blüten und so weiter. Das ist eine unglaubliche Vielfalt und das einfach dann reduzieren nur auf Fasnacht ist fast ein bisschen schade. Schwupps ist gerade der Werbespot gekommen, aber zu Recht natürlich auch. Es gibt aber gleich natürlich so ein bisschen ein Problem, ist fast ein bisschen viel gesagt. Also einerseits kommen natürlich wahnsinnig viele Touristen hier an die Fasnacht. Andererseits hört man von den Aktiven immer wieder, Fasnachtstourismus, das wollen wir eigentlich gar nicht. Sitzt man hier, wo beruflich damit zu tun hat, ein bisschen zwischen den Stielen? Eigentlich nicht. Also mein Auftrag ist ja Gäste nach Basel zu holen und da setze ich mich dafür ein. Und ich denke, wenn dann niemand würde zuschauen, ob sie dann so zufrieden wären, bin ich auch nicht ganz sicher. Und vor allem jetzt am Nachmittag während dem Cortège, denke ich, hat es auch noch Platz.
Morgenstreich ist dann vielleicht ein bisschen gedruckter, aber ich glaube, das ist gut so, wie es läuft. Ich glaube eben auch, dass es ein bisschen ein zweischneidiges Schwert ist. Und die Aussagen muss man ein bisschen relativieren, weil eben wenn dann, wie Sie sagen, niemand mehr am Strassenrand steht, ich glaube, dann fänden die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler auch nicht mehr so glatt. Haben wir jetzt hier als Tourismuschef eine Haufen offizielle Aufgaben während der Fasnacht? Also es geht vor allem um Medienbetreuung. Wir haben vom BBC über japanische Filmgesellschaften, über 45 UNO-Journalisten, die da sind, die zu betreuen, ist unsere Hauptaufgabe neben den Gästen, wo wir auf die Verhaltensregeln ein bisschen aufmerksam machen und informieren, was so ein bisschen läuft. Das ist so ein bisschen jetzt während diesen zwei, drei Tagen die wichtigste Aufgabe. Kann man sagen, von BBC direkt zu SF1 und jetzt zu CNN oder zu einem anderen Sender. Ich wünsche viel Vergnügen. Daniel Egloff, eine schöne Phase noch. Merci. Spezi-Glicken mit dem Sujet fliegend gelassen sind wir durch den traurigen Erasmus von Rotterdam. Ja, was hat das auf sich? Das geht darum, dass die Basel die Humanistenstadt der Humanismus scheint satt hat. Weil das humanistische Gymnasium wird ganz einfach geschlossen. Tränen werden nicht vergossen, denn wer im Internet der Sieg ist, der braucht kein Latein und kein Griechisch. Wer in ist, geht ins Internet, hat Handy, Palm und Printerset. Platz Bumserwackis, auch das ein Gast von außerhalb. Das Verkehrschaos auf dem Inseli. Also natürlich gibt es die Basel, ich weiß nicht, ob anders nehmen auch, als wie mit 30er-Zone in der Wohnquartier. Das ist ja eigentlich etwas Gutes, aber es gibt auch als wie mit Verkehrsinseln und Rondell. Das ist eigentlich auch etwas Gutes, es sei denn, sie sind nicht ganz so geschickt angelegt und es gibt ein kleines Knusch zwischen Tremli und Auto und so weiter und so fort. Aber die nicht so gut angelegt sind, die kann man ja noch verbessern. Das wird in Basel zum Teil zur Zeit ein bisschen so gemacht. Lumpeditti, kommen wir vom Grossbasel her. Links sehen wir sie noch im Bild. Eine Chaise auch. Zuerst gehen wir aber zu den Jokerwackis rüber. Süße, Stopp, Castor, Stopp, Castor. Auch Jokerwackis, ein Gastwagen. An dieser Stelle eine kleine Anregung an die Verfasser vom Reden Beng. Es steht zwar immer Gastwagen, aber vielleicht könnte man ja auch mal dazu schreiben, woher die kommen, wenn man es denn weiss. Vielleicht interessiert das die einen oder anderen, die am Strassenrand stehen, mit dem Reden Beng in der Hand. Und wie viel sehe ich jetzt gerade nicht, die in der Hand haben, aber gleich. Vielleicht interessiert das die ja auch, woher die jetzt eben gerade sind.
Basler Züchtungsgesellschaft mit zwischen die Ansagen in der BVB machen meinen Ohren weh. Der Dambelmeier, den wir gerade im Bild haben, ob grüner oder silberrücken, Aff bleibt Aff. Die, die drumle, diese Affen sagen nichts. Schade. Die, die pfiffen, diese Affen sehen nichts. Es ist vielleicht besser so. Laterne ist keine Affengeile. Also auch hier eben die Ansagen in der BVB, die hauchdeutsch sind, was ja eigentlich noch Sinn macht, wenn man so eben, vor allem haben wir doch den Tourismus mal gehabt, wenn man an Touristen denkt, vielleicht verstehen sie es ein bisschen besser, als wenn es Baseldeutsch ist. Aber ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Klassisch die drei Affen. Sehen, nicht hören, nicht sagen. Apropos dieser BVB, irgendjemand habe ich noch gelesen, die BVB kennt kein Grounding. Die müssen seine Probe, die haben schon vorher geistig nie besonders abgehoben. Nachdem wir am Anfang vom Gotthäsch Barbara gesehen haben, wo 100 Jahre jubiliert, kommen wir jetzt zu der zweiten grossen Jubelficke, nämlich zu der Lalli-Klicke. 100 Jahre Lalli und sie haben sonst, wenn ich sage sie, meine ich alle zusammen, das sind die Alten, das sind Pinkies, das sind die Jungen, das sind Gluckere zusammen. Streng vertraulich, unheimlich heimlich. Und sie haben es jetzt wirklich das Jahr ziemlich gut gemacht, weil niemand hat gewusst, was an dieser Fasnacht wird laufen. Auch sie selber nicht. Sie haben dann auch geschrieben vor der Fasnacht, die Fasnacht zeigt ein anderes Gesicht. Denn die Zwischenkommission hat dicht, es wird keine Binis weich aufgelebt, wird erst am Morgen streichen. Also die eigenen Fasnachtlerinnen und Fasnachter haben nicht gewusst, um was es geht. Und am Freitag vor der Fasnacht ist dann das Geheimnis gelüftet worden. Lalli zeigt die anderen Glicke, dass die anderen Jubelglicke, also der Stamm, der ist als Barbara unterwegs, so wie wir sehen. Pinkies als Giftschneiken, kann man sagen. Die Jungen, da gibt es den Bezug zu den Angefressenen, bei den Gluckern zu der Fettstein, wo das ja auch 50 Jahre alt ist. Und bei der alten Garde, da gibt es die Verbindung zu der Spalen, die Spalenglicke, wo das 75-jährige Jubiläum hat. Und jetzt sieht man auch bei diesen fünf Laternen, das gibt eine große Schrift und die Schrift oder das Wort, das die Laterne bildet, das heisst ganz einfach Lalli. Und ich bin überzeugt, der Schriftzug Lalli, den werden wir dann an dieser Stelle vielleicht einen kleinen Hinweis auf den nächsten Sonntag, den werden wir dann auch in unserem traditionellen Querschnitt wieder sehen, wo wie gewohnt zu oben am 8:30 auf dem Sender ausgestrahlt wird.
100 Jahre Lelliglicken. Wir gratulieren herzlich. Übrigens, woher der Name Lelliglicken stammt, ist nicht ganz klar. Einerseits hat es natürlich der Lellenkönig im Grossbasel an der Schifflände, wo die Zunge Richtung Kleinbasel raussteckt. Man kann es mit dem in Verbindung bringen. Es könnte aber auch ganz anders sein. An der Fasnacht 1902, eben vor 100 Jahren, ist eine Gruppe unter dem Namen Lelliglicken auftreten. Ihr Sujet war die Einführung von der Polizeistunde, die gesagt hat, dass Beizen nur noch vom 9 bis am 11 Uhr zu oben dürfen offen haben. Und die Glicken, die hat Larven angehabt mit einem stieren Blick und einer langen zundroten Zunge. Zunge auf Baseldeutsch Lelli. Also vielleicht hat ja der Durst der Lelliglicken ihren Namen eingebracht. Und was man bei der Lelli auch nicht ganz genau kann sagen, ist, wenn die Stammglicken überhaupt gegründet worden ist. Unter anderem Namen kann die Lelli nämlich schon vor 1902 nachgewiesen werden. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist das erste erschienen und damit die eigentliche Gründung von der späteren Lelli 1885 oder noch früher anzunehmen. 1902 scheint also mehr oder weniger zufälliges Gründerjahr zu sein. Selbstverständlich kein Grund für die Lelli, das Jubiläum dieses Jahr jetzt nicht zünftig zu feiern. Und alles, was wir hier sehen, ist Lelli. Weil in diesem Jubeljahr ist Lelli mit 300 Aktiven eine der grössten Stammglicken, die auch eben zusammen am Gortage jetzt unterwegs ist. Schon sagt, es ist fast ein bisschen verwirrend, gell? Wenn man die Lelli sieht, aber eigentlich Barbara angeschrieben ist. Also es ist Lelli als Barbara unterwegs. Wir haben im Bild auch hier, läuft sie es gerade davor, die heilige Barbara, die Schutzpatronin von der Artillerie. Also außen Barbara, innen Lelli, kann man sagen. Riesläufer, Querschläger, alte Garde. Schön ist, da kommt der Vortrebler. Nein, zwei sind sogar, da kommt eine Laterne. Und Achtung! Drei Vortrebler. Jetzt übertrieben sie fast. Aber was hinten kommt, ist entspannend. Ich sage noch nichts. Ich weiß gar nicht, haben wir es vorher schon gesehen. Thank you.
allzeit bereit. Selber sind sie es auch fast, kann man sagen. Vier Vortrebler. Einer, der die Laterne zieht, dann ganz wichtig, der Tambourmajor, der kommt. Und nach dem Tambourmajor zwei Pfiffer sind es gewesen. Zwei an der Zahl. Laut der Giftwurz Slowakis gibt es heute kein Alkohol, haben wir gelesen. Und wir sind bei der BMG, der Basler Mittwochgesellschaft, und zwar bei der Runzle, das ist die alte Garde. Ihr Süsche ist Vision Valois oder der Basler Dornresli Durchschlaf. Im Vortrab sind Schlafkappen gewesen. Die Laternen auf der Vorderseite wird gekauft und auf der Rückseite geht gar nichts mehr. Die pfeifen, die machen es im Moment zwar nicht, wie wir gerade gesehen haben, weil sie nämlich mit dem Trommelmarsch unterwegs sind, aber die pfeifen, sind entischte Reformatoren. Das ist die Vorderseite, wo gekauft wird, auf der Laterne von der BMG Runzle. Hier kommen die entischten Reformatoren. Der Tambourmajor ist der blind Basilisk und viert die Reformatoren am Gängelband. Und die Trommeln sind hoffnungsvoll visionäre Sterndeuter, die noch den Reformen Ausschau halten. Basel selber, auch ein verbreitetes Sujet dieses Jahr an der Fasnacht. Die einen meinen, Basel schläft, so zum Beispiel Breo mit dem Sujet «Los von Basel». Auf ihrer Laterne heisst zum Beispiel, es gibt jetzt in Basel nicht mehr viele Leute. Kunststück, in Basel gibt es auch nichts. Ein ähnliches Sujet auch Seibi dieses Jahr, Kultur ja, aber bitte nicht da. Auf der Seibi-Laterne heisst es, auf dem Hörnli in der Mitte, das Hörnli unserer Friedhof, auf dem Hörnli in der Mitte ist es lebiger als in der City. Oder auch, je Ziri, desto Hillibilli, je Basel, desto Totenstille. Die junge Garde von Gundeli, Kleider machen Hieser oder Leckerli City im Lumpen-Look. Informationen zu dem Sujet. Frontside hat eine Aktion geheißen von einem Arzt Basel, der heisst wiederum Klaus Littmar. Der ist unter anderem durch seine Kulturprojekte bekannt worden. Und im letzten Sommer haben da 21 Künstlerinnen und Künstler Hauswände zu Kunstwerk gemacht. Zu Kunstwänden. An verschiedenen Häuserfassaden sind grosse Bilder auf Vinyl gespannt worden. Das war eben eine aufsehenerregende Kunstaktion mit dem Titel Frontside gewesen. Die rummeln, das sind doch gerade kunsthysterische Fassaden, Schleppenträger.
Und hinter der jungen Garde von der Gundeli kommt Pinkys Zügli. Das sind denn die Kleinsten von der Gundeli? Ihr Süße, in der Stadt hat es leider zu viel Dreck auf der Straße. Die Sauerei ist riesengroß. Das ist eine Aktion. Basel bleibt sauber. Oder wird sauber, hätte ich geheißen. Wo es darum gegangen ist, eben das, was eigentlich gesagt, dass die Stadt sauberer soll werden und alle aufgefordert sind, ihren Teil dazu beizutragen. Zum Beispiel hier auch die Vortreiber, das sind nämlich Putzerhäcksli. Wobei laut der Gundeli Pinkys finden die Putzerhäcksli das nicht so glatt. Dass die Sauerei so riesengroß ist. Live bei uns und jetzt wunderschön auf dieser Lampe vom Fluderi Asyl. God save the Queen for Helvetia. So sagt man ihr schon. Eine Lampe, die am Morgenstreich wunderbar ausgesehen hat. Sie kann an dieser Stelle schnell gesagt. Im Vortrab, unspunne Steinempfänger in Schwingerhose setzen sich für ihre Königin in Pose. Natürlich die Geschichte mit dem unspunnen Stein, der in Saint-Légier zurückgegeben worden ist. 83,5 kg schwer. Zurückgegeben, natürlich begleitet von der Forderung nach einer Wiedervereinigung vom Jura. Und John Fielding hat das Päckchen dann aufgemacht und den Stein in Empfang genommen. John Fielding, wir haben es schon gesagt, ein grosses Sujet, weit verbreitet an dieser Fasnacht. Auf der Sporenpeterlampe steht zum Beispiel laut dem Seppi der Eis, ist schon ein dummer Geiss. Aber es heisst dann auch, wenn es drei Beine endlich geht, kommt schon in Bundesrot. Die Dambauern hier und auch die Pfiffer sind stramme Tellenseen, die auf ihre Königin stehen. Nachmittag. Auf der ganzen Route. Fit für Fasnacht. Oder dank auch. Fasnacht. Zusammen mit der Riegwecki alten Garten unterwegs sind, erzähl du das einem Ferimann. Da geht es um Gerüche und um Zeitungsenten. Und um die Zeitung hier in Basel, die mit den drei Buchstaben abgelöst wird. Und was?
Belgis. Außer dass sie im 95 gegründet worden sind, wie angeschrieben, gibt es auch über sie nichts zu sagen. Es sind einfach die Wagis auf dem Strau. Wo ziemlich Äpfel am Verteilen sind. Ventilatoren. Schöne Guckermusik mit Vortrag und einem Requisit und dem Süße 500 Jahre 4 und ein Kanton Basel. Das Requisit zeigt zwei bekannte Dörli. Der Guckermajor ist der Heinz. Dozodo und Spiel sind vereint die Basler am Festumzug. Hier sind wir bei der IB-Klicke Santi Hans, bei der Jungen Garden und der Binkis. Ihr Süßchen nicht schrill und grell, nein, traditionell. Entsprechend ist der Vortrag in blau mit farbigen Titel. Der Tambourmajor blau, die drumlegen, Ritten in blau, wie wir sie gerade sehen. Piffer sind in Harlekin in blau. Laternen traditionell beleuchtet. Wie gesagt, nicht schrill und nicht grell, sondern traditionell. IB-Klicke Santi Hans. Die Juni Garde und Binkis unterwegs. Und hinten dran, mit der grossen Laterne, da sind wir bei der Seibi. Stammglicke, der Seibi Stamm hat sonst eine Kultur, jo, aber bitte nicht do. Das Requisit, ein Beitrag zur Streitkultur. Im Vortrag Kulturopfer und Täter, aber wer ist wer? Auf dem Zettel von Ihnen heisst es, wir Peppi lehnen uns noch gern zum Fenster raus und bleffen gerne ein bisschen mit unserer Kultur. Wir sind die Stadt, wo Ruhe und rastlos die Muse schmuse. Wir denken Tag und Nacht an Kunst und nie ans Buse. Ja, Basel klingt und swingt und singt in Moll und Dur. Die Laterne zeigt vorne, wie aus einer Mucke ein Elefant wird.
hinten ein bedrohter Musenjünger. Also der mit der Kultur ist natürlich... Sie meinen es natürlich nicht wirklich so, wie das Beispiel von einem Strassenmusikant Luther Seibi zeigt. Nämlich der Lucky Luke spielt in der Freie auf seinem nägelnagelneuen Cello Blowing in the Wind. Zur Freude von Mann, Frau, Hund und Kind. Da kommt der Gusti Grabensruhe, ich habe von dem Gefiedel genug. Mit 7 Schucker im Gepäck, der Lucky muss vom Fleck weg, weg. Man sieht zwar für die Kultur, doch no. Halt eben hinter Nikato. Kultur also ja, aber wenn es nicht unbedingt muss sein, dann halt nicht gerade zu Basel. Luther Seibi ist vielleicht nämlich von dem Bünzli Basel gleich der ehrlichste spricht. Es ist die beste Stadt für Stummi und für Taubi. Referenzlose, Biffer und Amburen-Gruppe, Niederflurjagd am Bahnhof SBB. Im Vordrab gejagte Fußgänger, Laterne, der versucht, Situation zu belichten. Die pfeifen hier, Niederflurjägerinnen im Kombi-Look. Und die drummeln sind BV. Bär. Da geht es darum, dass der Bahnhof eben neu gestaltet worden ist. Und dass das aber nicht ganz so einfach ist. Weil da hat es jetzt eine Haufen Tremli-Spuren. Und man muss aber ein bisschen aufpassen, dass man nicht unter die Räder kommt. Weil es nicht ganz klar ist, welches haltet wo, welches fährt wo durch. Es ist ein Spürchen härter geworden bei uns am Bahnhof. Gibt es eine Verbindung von der Seibi vorher zu denen? Die Seibi meint nämlich am Bahnhof treffen statt Kulturen sich ganz auf Tremli spuren. So ist es eben. Die verhexte Greisel. Im Vortrag Greisel verwirrt die Hexe. Der Dern ist verhext, wie wir sehen. Die pfeifen Hexen mit und ohne Besen. Die rummeln der Hexenmeister persönlich. Da geht es auch um den Kreisverkehr. Wo wir schon mal gesagt haben, wo es Basel an den einen und anderen Plätzen, als wie mehr zum Zug kommt, noch nicht überall ganz optimal. Die Verklopften sind auch unterwegs heute Mittag und sie tun schlicht und einfach feste. Ja, am 1. Januar ist der Euro geboren. Für die Verklopften noch kein Grund, den auch bei uns einzuführen. Durch Prostwaggis, je nachdem. 500 Jahre Basel, Stadt und Land feiern miteinander. Zwei Stäbe sind zusammengerückt und Prost oder Prostwaggis sind das Endprodukt.